Zurück beim Training von Hanna Erbe mit ihrem Mini-Menti Benita Kronig und Shadow. Die Anlehnung verbessern, darauf lag das Hauptaugenmerk im ersten Teil der Übungseinheit. Entscheidende Bausteine dazu, ein lockerer Pferderücken und Gewicht vermehrt auf der Hinterhand. Die Folge? Der Brustkorb kommt hoch. So finden Hals und Kopf ihre ideale Position. Im zweiten Teil heißt es nun, dieses Anlehnungsgefühl zu stärken. Eines ist hier in der Halle des Reit- und Fahrvereins Zieten allen klar. Die vertrauensvolle Anlehnung geht immer vom Pferd aus. Die Kunst von Benita Kronig besteht darin, ihrem Shadow zu erlauben, von sich aus den Kontakt zum Gebiss zu suchen. Hanna Erbe unterstützt die beiden dabei. Shadow ist ein unheimlich rittiges und lernwilliges Pferd, das auch sehr schnell begreift und immer fleißig, geht immer vorwärts und ist eher sogar mal etwas zu übermotiviert und hat schon mal seine 5 Minuten, aber das kennt Benita und geht damit sehr geschickt um. Hilfreich für eine vertrauensvolle Anlehnung ist eine sanfte und nachgiebige Hand. Hilfreich dafür ein ausbalancierter Sitz und ein Pferd, das auf feine Hilfen reagiert. Er ist auch wirklich viel mehr eins mit seinem Körper. Und ja, also ich denke, da haben wir jetzt einiges schon auf die Beine gestellt. Natürlich ausbaufähig ist es immer. Und genau das verbindet Max Brune und Hanna Erbe. Shadow und Benita Kronig dabei zu begleiten, feines Reiten immer mehr zu erlernen. Dann galoppierst du rechts rum an. Vorne, genau, so. Und direkt Fluss von hinten nach vorne. So, lass die Hände unten, sehr gut so. Gut, der Galopp, sehr gut. Genau, stellst sie wieder ein bisschen rechts, drückst ein bisschen mit dem rechten Bein, ihn so ein bisschen mit dem Bauch nach außen. Gut. Sehr gut so, gut. Sehr gut. So, jetzt hast du einen super Durchsprung. Genau, und jetzt parierst du gleich wieder durch, wirklich außen einmal Parade und direkt diesen Hals so behalten. Super, sehr gut. So. Genau, komm gleich noch mal ganz leicht so ein bisschen rechts durch, dass die Ganasche nicht so ganz leicht nach links verkantet ist, sondern dass du ganz leicht eher so ein bisschen den Winkel nach rechts hast. So. Gut, galoppierst du noch mal rechts an. Gut, genau, und direkt wieder nach vorne. So, machen wir jetzt noch einmal den Übergang, dass du direkt den ersten Galoppschwung nicht so einen kurzen hast, sondern direkt so einen langen, so wie jetzt. So, parierst du noch mal durch, einmal Außenparade, direkt treiben, treiben, treiben. So, stell noch mal rechts, komm noch einmal durch rechts, mit dem inneren Bein auch, so. Gut, genau, so. Und jetzt galoppierst du noch mal an, aus dem Fluss heraus. Gut, so, besser. So, und genau, und jetzt legst du mal die lange Seite ein bisschen zu, reitest hin, hältst ihn so ein bisschen genau oben so dran, in der Halthaltung und legst mal zu. Sehr gut. Sehr gut so. Einmal innen loben. Sehr gut. So, jetzt parierst du nochmal durch und dann lassen wir noch einmal lang und machen dann eine Pause. So, außen Parade, genau, und direkt wieder Fluss. Super so. Genau, das wird viel besser von der Selbsthaltung, den Übergängen. So, und jetzt lass ihn nochmal lang. Führ ihn einmal mit der inneren Hand so ein bisschen nach innen und dann gibst du vor. Genau, jetzt lass den äußeren Zügel durchrutschen. Er sucht den Weg ja. So, genau, lass noch ein bisschen länger den äußeren Zügel. So, noch ein bisschen einmal. Genau, gib ihm so ein bisschen das so. Und jetzt nochmal die Hand wechseln. So, versuch nochmal ein bisschen Verbindung aufzubauen, indem du einmal kurz die Hände so ein bisschen breiter nimmst. Genau, so. Einmal außen dran jetzt. So, genau, wieder ein bisschen links biegen direkt in der Wendung. So, und jetzt genau so. Sehr gut. Und lob ihn nochmal innen. So, sehr gut. Gut so. Gut so. Und dann parierst du nochmal durch zum Schritt. Was Benita und ich jetzt auch in der Arbeit mit Shadow wirklich stark wieder gemerkt haben, ist, dass einfach das Hinterbein und das Unterfußen des Hinterbeins sich mit der Anlehnung gegenseitig bedingt. Weil wenn man vorne keinen Druck nicht einen leichten Druck hat, dann verliert man die Pferde hinten und wenn sie eben hinten nicht unterfußen, kann man vorne keinen leichten Druck kriegen. Deshalb haben wir immer von Anfang an versucht, ihn vorne möglichst stabil und ruhig zu halten und hinten aktiv drunter springen zu lassen, nicht hektisch, sondern einfach möglichst aktiv und möglichst weit hinten drunter und dadurch ist dann automatisch die Anlehnung viel besser geworden. So, rechter Zügel nachfassen. So. Weiter, weiter, weiter. Mit dem inneren Bein. So. Besser. So.
Gut. Gut, so. Weiter, weiter, weiter. Gut. So, und jetzt wieder beide Hände ganz leicht führen und da nachtreiben, dass du die Nase vorkriegst. Genau. Nimm die Zügel einen Hauch kürzer. So. Und halt ihn da. Genau. Und treib nach. So. So, jetzt kriegt er langsam so ein bisschen mehr Schwung. Sehr gut. Wechsel nochmal die Hand. Mach mal aus der Ecke kehrt. Genau, hältst ihn in der Wendung genauso vor dir, versuchst ihn ganz leicht zu führen. Genau, und von hinten wieder nach vorne. So, gut. Sehr gut. So, und jetzt versuchst du die Hände, du parierst zwischendurch, wenn er dir abtaucht. Nimmst du das Bein ran, parierst ganz leicht hoch und gibst so ein bisschen vor im gleichen Moment. So, einmal kleine Finger zusammen und dann wieder vor. So, und wieder weiter, weiter, weiter. So, gut. So, streich einmal über. So, ja, genau. Genau, dass er sich da selber hält. Gut. So ist gut. Genau, galoppierst du gleich nochmal an, in der Haltung jetzt. Direkt wieder energischer Galoppsprung. Und vorwärts. Gut. Leg noch einmal zu, lange Seite. Nimm das mit, genau. Gut so. Genau, und jetzt guck, wenn er so anfängt, so ein bisschen zu nicken, dann kann er das gerade nicht so halten. Dann musst du wieder versuchen, ihn einen Hauch runder einzustellen, flacher im Hals in der Oberlinie und dann nachzutreiben. Noch ein bisschen flacher im Hals, gar nicht mal das Genick, sondern der ganze Hals, als würde da von oben ein bisschen so eine Hand draufdrücken. So. Und nachtreiben. So. Und jetzt lobst du ihn einmal innen. So. Und dann machst du einmal leichten Sitz. Genau. Lässt ihn einmal ein bisschen vorwärts. Genau, gut. Jetzt mein letztes Turnier, sind wir eine M-Dressur geritten mit einer Qualifikation zu einer Kür. Haben uns ganz knapp für die Kür qualifiziert und konnten die Kür dann gewinnen. Und das war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. So, auch halt immer noch einer der ersten M-Dressuren und dann direkt zu gewinnen, das war echt super. Und ich war so stolz auf Shadow, dass er das so gut mitgemacht hat und so viel für mich gekämpft hat. Das war einfach atemberaubend. Nach der Turniersaison ist vor der Turniersaison. Benita, Kronich und Shadow arbeiten den Winter über weiter an den Grundlagen. Unterstützt vom Heimtrainer und von Hanna Erbe. Gute Aussichten. Sehr gut.